an dem Augsburger Theater. Hammerschläge, die das Erz herausbrechen. Sie klingen wie Mitternachtsglocken. Sie befreien das Erz. Nicht mitmachen dürfen. Ibsen hat ja in allen seinen Stücken gesellschaftlich und politisch relevante Themen in den Mittelpunkt gestellt. In John Gabriel Borgmann geht es um die moderne Form von Raubtierkapitalismus, könnte man sagen, aus heutiger Sicht. Das ist das Schwerste. Man stelle sich vor, ich war kurz vor dem Ziel, diese gigantischen Aktiengesellschaften, ein Haar wären sie zustande gekommen. Das ist es. Ich habe nun die schöne Aufgabe, in diesem Stück die Titelrolle zu übernehmen. Das ist der Fluch, der auf uns lastet, uns wenigen auserwählten Menschen. Die Masse, die Menge, die Mittelmäßigen, die verstehen uns nicht mehr. John Gabriel Borgmann steht für soziale und emotionale Defizite. Und das ist ein sehr modernes Thema. Weißt du, wie ich mich manchmal fühle? Wie denn? Der Napoleon, der in seiner ersten Schlacht zum Krüppel geschossen wurde. Ich damals meine großen Projekte plante, allein in aller Stille, fühlte ich mich manchmal wie ein Luftschiffer, der in schlaflosen Nächten herumgeht und einen riesigen Ballon füllt, um ein unbekanntes, gefährliches Weltmeer zu überqueren. Dieses Thema wird an einer familiären Situation gespiegelt und es ist faszinierend zuzugucken, wie die Familienmitglieder miteinander schachern um Emotionen und Geld. Du liebst nur dich selbst. Das ist alles. Die Macht geliebt. Die Macht? Ja, die Macht, Menschen glücklich zu machen. Überall, nah und fern. Du hattest die Macht, mich glücklich zu machen. Hast du sie genutzt? Irgendjemand geht immer drauf. Borgmanns Interaktionsvermögen ist mit Sicherheit gestört. Er schafft es nicht, sich einzulassen auf die Menschen, die ihm am liebsten sind, ist von seinem Thema getrieben und dazwischen pendelt die ganze Zeit sein Seelenleben hin und her. Hinaus! In den Kampf! Allein! Mein Hut! Er fällt in Löcher und das ist die Herausforderung, diese emotionalen Pausen zu füllen und ihn zu zeigen als einen verlorenen Mann. Hinaus! In den Lebenskampf! Borgmann formuliert dabei für sich eine Art Aufbegehren, in dem er ein neues Leben, eine neue Karriere starten will. Ihm ist allerdings nicht bewusst, dass er kurz vor seinem Ende steht. Weißt du, hier liegt das Land frei und offen vor uns. Hörst du? Unten am Fluss? Der Lärm der Fabriken? Das sind meine Fabriken, die ich bauen wollte. Hörst du, wie sie arbeiten? Das ist die Nachtschicht. Die arbeiten Tag und Nacht. Hörst du, hörst du? Das Sausen der Räder, das Blitzen der Walzen rund, rund. Hörst du das nicht, Ella? Begreifst du das alles? Das sind nur die Vorboten des Reiches. Des Reichs? Welches Reich? Mein Reich! Das Reich, dessen Herrschaft ich antreten wollte, als ich starb. Deswegen.